Hallo und willkommen zurück zu Scam. Ja, und leider haben wir eine Überraschung für euch an dieser Stelle, und zwar, das Auto ist weg. Das Auto ist weg. Ich meine, es kann am Update liegen, es kann sein, dass es jemand entdeckt hat hier in der Halle. Ich weiß es nicht. Also, sie haben ein Performance-Update gemacht, soweit ich das schon mal verstanden habe. Ich habe es jetzt gerade nur mal kurz durchgelesen. Das heißt, die ganze Stadtbereich sollte jetzt flüssiger laufen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich meine, vielleicht war ja der Witz wohl und hat das Auto einfach woanders hingeparkt. Aber so ist das nun mal. Ist ja ein Public Server, ist ja kein privater Server. Wenn da ja irgendjemand sagt so, ich habe da ein Auto gefunden, dann fahre ich damit mal weg, dann ist das so. Das kann ich nicht verhindern. Es ist auch schon eine ganze Weile her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Von daher, ja, fällt das unter den Begriff, da haben wir Pech gehabt. Gut, was wir heute in der Aufnahmesession machen werden. Wir werden uns den Rest der Stadt angucken. Ich bin diesmal früh morgens unterwegs. Was also mir die Hoffnung gibt, dass die Stadt also jetzt noch still und friedlich und ohne irgendwelche Gegner ist, sodass wir letztendlich den Rest der Stadt uns angucken können. Wir wollen uns ja auch mal so ein Mietgebäude angucken. Jo, das ist so, was ich geplant habe. Ich gucke mal gerade auf die Karte. Na, also wir werden uns den oberen Teil angucken. Da haben wir leider keinen Mauszeiger, wenn wir in der Karte sind. Heißt so ein bisschen ins Zentrum gehen, in die Altstadt gehen. Okay, soweit zum Thema Performance. Also für mich macht es den Eindruck, es läuft flüssiger. Haben die Bäume sich nicht mal bewegt? Oh, 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 oh. Soweit zum Thema Update. Naja, das war wohl nichts mit dem Performance-Update. So, ja, also wir wollen uns die Innenstadt heute noch mal ein bisschen angucken. Ich habe definitiv hier noch nicht alles gesehen. Ich habe zum Beispiel Screenshots von dem Sportplatz gesehen. Da waren wir, glaube ich, mal in der Nähe von, aber irgendwie haben wir da wohl den Faden verloren. Das Problem ist ja wirklich, dadurch, dass wir ja da einmal verfolgt worden sind, habe ich so ein bisschen den Faden verloren, sozusagen, was wir jetzt gesehen haben, was wir nicht gesehen haben. Was zu essen. Da habe ich nachgesucht. Ich habe jetzt tatsächlich den Namen gerade vergessen. Sekunde. Weil ihr seht, ich war gerade am Lesen. Firefox macht sich da auf. YouTube ist. YouTube Studio. Kommentare. Beantworteten Anzeigen. So. Und zwar vom der Neuhaus. Von der Neuhaus, der hatte mich angeschrieben, hat so ein bisschen gesagt, so, ja, ich bin totaler Fan von dem Spiel. Ich glaube, er fand es ein bisschen schade, dass ich so ein bisschen so negativ darüber gesprochen habe. Da war auch so ein ganzer Haufen, muss ich auch ganz klar sagen, Frustration natürlich mit dabei, weil halt wirklich man ja mit der Autosuche so ein bisschen ja filled up war sozusagen. Warum ist der Gästebucheintrag hier nicht zu sehen? Ja, sorry, dass ich das jetzt alles während der Aufnahme gerade mache. Na, er hatte dann auch mich mal angeschrieben.
was ich ja auch ganz toll finde, dafür ist das Gästebuch ja da. Und hat mich quasi eingeladen, auf dem Server, auf dem er spielt, quasi mal zu joinen. Klaus, genau. So, jetzt ist er sichtbar. Ich dachte, ich hätte das schon gemacht. Sorry, Klaus, hab's jetzt erst gesehen. Also, der Klaus hat mich also da eingeladen, hat dann gesagt, so, du kannst gerne mal bei uns auf den Server kommen und dann kannst du mal Probe spielen bei uns und dann erkläre ich dir mal ein paar Sachen. Und das fand ich richtig gut. Also das fällt unter den Kapitel nicht ein bisschen gut, sondern so richtig gut. Weil, das hatte ich ja schon mal vor, ich hatte schon mal so eine Einladung bekommen von einem, oder zweimal, zwei Einladungen habe ich schon bekommen, das stimmt ja nicht, zwei waren es sogar. Ja, und aus den beiden Einladungen ist nichts geworden, weil da war ich relativ früh noch in der Scum-Spielphase. Scum sollte ja ursprünglich gar nicht so lang gehen, das Let's Play, muss ich ja noch erklärend dazu sagen. Sondern es war eigentlich kürzer gedacht. Und ja, irgendwie, was heißt gefiel mir? Das ist vielleicht die falsche Bedeutung. Doch, kann man doch ruhig sagen. Es gefiel mir dann so gut, dass ich dann einfach gedacht habe, ja, ich konnte mich nicht so richtig davon losreißen. Ich wollte einfach mehr sehen, was es kann, die Zusammenhänge mehr erforschen und so weiter. Aber ja, ich habe auch ganz oft in den Videos dann gesagt, so, wenn jemand mal einen Kommentar hat oder mir was erklären kann oder so, dann soll er ruhig kommentieren. Und das war genau der Kommentar, auf den ich dann gewartet habe, sozusagen. Das ist immer schlecht, wenn man im Off redet und verliert den Faden. Das passiert mir ja in letzter Zeit öfters, habe ich den Eindruck. Jedenfalls hatte ich schon mal zwei Einladungen für einen Server bekommen. Und da ist nichts draus geworden, weil als es dann schließlich soweit war, also wie gesagt, das liegt auch sehr lange schon inzwischen zurück, waren der eine reagierte quasi gar nicht auf mein Anschreiben, der andere Server war gar nicht mehr aktiv. Ja, also von daher ist das nicht zustande gekommen, hätte es aber sehr gerne mal gemacht. Ja, und deswegen ist diese Einladung vom Klaus ist genau das, worauf ich gewartet habe, sozusagen. Na, dass da jemand mal sagt, so, oh, komm doch mal online bei unserem Server und ich erkläre dir mal ein paar Sachen. So, und das habe ich also auch. Batterien. Sind die für irgendwas gut? Ich finde es cool, dass es welche gibt, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wofür ich die einsetzen soll. Da gibt es sicher inzwischen auch eine Anwendung für. Ja, weil das ist ja das, was ich so ein bisschen vermisse, weil das Spiel, wie gesagt, ich habe ja sehr lange oder spiele ja jetzt wieder sogar als Let's Play 7 Days gespielt, bin auch ein wirklicher Fan davon. Ich vergleiche auch ständig Scum mit 7 Days. Aber Scum ist nun mal kein 7 Days. Ne? Also Scum ist halt mehr ja, Survival im Sinne von Survival nicht nur wegen den Puppets, sondern auch wegen den menschlichen Gegnern, die es hier gibt. Während 7 Days ganz klar darauf ausgelegt ist, ein reines Survival-Spiel zu sein, im Sinne von Überleben steht im Vordergrund gegenüber den Zombies. Ja, und nicht Überleben steht im Vordergrund im Sinne von den Gegnern zu überleben. Also den menschlichen Gegnern. So muss ich es ganz exakt mal formulieren. Und da ist halt der ganz, ganz große Unterschied zwischen den beiden Spielen. Und entsprechend natürlich auch von den Spielen Mechanismen anders ausgelegt. Und das ist natürlich etwas, was ich soweit also nie berücksichtigt wirklich habe, ne? Aber man muss dem einfach Rechnung stellen. Und in diesem Sinne ist es natürlich perfekt, wenn jemand, der schon längere Zeit Scum spielt und sagt, ich bin Fan von dem Spiel, ich finde das Spiel richtig gut. Ne? Der fing also dann schon an und sagte so, ja, hier von wegen Ernährung, dass du dauernd hier machst, ne? Das hat ja einen Grund und man könnte nicht immer alles in sich reinschieben, du musst viel mehr auf deinen Metabolismus eben halb achten und so. Also, ja, gerne, erklär mir worauf. Und ich glaube, das ist, glaube ich, wirklich der große Nachteil in diesem Spiel,
das ist in dem Punkt eben. Okay, ich weiß mal nicht, wo ich jetzt jemanden hier wach gemacht habe. Wahrscheinlich über mir. Der große Nachteil an diesem Spiel, dass man eben. Können wir mal trinken? Können auch mal alles trinken, komm. Dass man eben halt nicht wirklich durchblickt, wo die genauen Zusammenhänge sind. Und es gibt nicht wirklich Tools, wo es einem vernünftig erklärt wird, wo die Zusammenhänge sind. Ja, also es, vielleicht habe ich es auch übersehen. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Videos, die die Entwickler anbieten, wo die halt entsprechend erklären, ja, hier. Ich schätze mal, dass es da drüber ist. Das funktioniert so und. Bin ich blind? Ja. Nee. Super. Oh, hat aber nicht viel ausgehalten. Haben wir eine Wunde? Ja. Ah, trotzdem, wir achten mal drauf, ob wir Leben verlieren. So, auf jeden Fall finde ich das gut, wenn mir jemand mal das Spiel vernünftig erklären würde. Und ich fand das Angebot also wirklich richtig, richtig nett. Ich habe ihm auch, er hat mich inzwischen angeschrieben auf ins Gästebuch. Habe ich gerade, wie gesagt, veröffentlicht, auch den Eintrag. Und ich habe ihm auch schon per E-Mail zurückgeschrieben. Schnauze, Handy. Danke. Na, und ich hoffe, dass das zustande kommt. Ich habe noch keine Antwort von ihm bekommen. An dieser Stelle einfach nochmal Hallo Klaus, Grüße und Hallo Jesus. Ja. Und ich hoffe, dass du dich meldest und jetzt nicht dich erschrocken hast von wegen, oh, jetzt will er auch noch dabei aufnehmen. Ich wollte ihm doch nur erklären und nur so offline. Aber ich muss ganz klar sagen, Klaus, also, ne, also, kennen auch die anderen, ne, das sind ja alles Freunde, die mit mir zusammenspielen, muss ich ja ganz klar sagen, Freunde und gute Bekannte. Und ich muss ganz klar sagen, da ist natürlich für jeden anfangs eine Gewohnheit gewesen, so, ups, jetzt nimmt der Ronny auf einmal für YouTube dabei auf. Will ich das überhaupt, ne? Das ist mir alles zu öffentlich und so. Aber ich muss ganz klar sagen, ich denke, das Problem, was ich bei Scam habe, haben mehrere Leute. Und ich fände es ehrlich nicht schlecht, ja, wenn wir so ein paar, das müssen ja nicht viele sein, so 4, 5 Erklärvideos machen, halt wirklich für Scam für Noobs sozusagen, ne? Wie komme ich am besten in das Spiel rein und so. Das würde ich mir vorstellen und ich hoffe einfach, dass du den Spaß mitmachst. Ja, also von daher melde dich. Oh, wie kann man trinken? Meld dich einfach mal, antworte mal einfach auf meine E-Mail und ja, ich hoffe, du schreckst jetzt nicht zurück, weil ich gesagt habe, ich nehme auf dabei. Und wenn das der Grund sein sollte, dann sag das einfach, dann können wir uns auch mal so treffen. Also das spricht jetzt auch nichts dagegen, aber ich fand das halt cool, um den Leuten einfach mal das Spiel zu erklären. Weil das war ja das... ein Drink? Warum steht hier ein Drink? Und wo ist meine Pistole hin? Habe ich die eben liegen gelassen? Ja, kann sein. Die Häuser sind schon groß. Muss man echt mal sagen. Naja, aber das wollte ich später mir mal angucken, so die Häuser. Ich wollte mich jetzt erstmal hier in dem Ort noch ein bisschen umgucken. Ja, ich wollte heute noch mal 3 Folgen aufnehmen. Das werden dann die letzten 3 Folgen sein. Es sei denn, der Klaus meldet sich und wir nehmen weiter auf. Oder aber der Klaus erklärt mir das und ich nehme dann anschließend die Erklärfolgen auf. Ne? Dann kommen dann noch mal irgendwie so 4 Folgen oder sowas, wo ich ein bisschen die Zusammenhänge erkläre. Ich denke mal, da ist jeder dankbar drüber, wenn wir das mal machen würden. Und ja, von daher, Klaus, melde dich.
scheint ein Krankenhaus zu sein. Ich muss urinieren. Nein, ich habe jetzt viel getrunken, zugegebenermaßen. RIP. Dass man dabei nicht laufen kann, ich verstehe das nicht. Man könnte ja wenigstens rückwärts laufen, weißt du, so. Ich weiß, das war vielleicht ein bisschen albern. Rückwärts laufen. Er hat rückwärts laufen gesagt. Oh. Hier kriegen Leute Kinder. Und man hier viel Pharma findet und so. Zeus halt. Nein, aber Rasierklingen. Klar, es ist ja selbstmordgefährdet, ne, wenn man in so einer Klinik arbeitet. Das ist ja allgemein bekannt. Ne, dass Ärzte auch eine hohe Selbstmordrate haben. Das scheint ein Labor zu sein. Super, ein Slip. Naja, gut, das kann man ja noch nachvollziehen, ne? Dass es im Krankenhaus einen Slip gibt in so einem Laborschrank. Ich meine, knickknack, ne? Das kommt ja öfters vor zwischen Ärzten und Schwestern. Das ist ja allgemein bekannt. Ach ja, hier wird die Pipi durchgereicht. Klar, logisch. Ich warte ja jetzt gerade so auf den bissigen Kommentar gerade, ne? So vom Weg. Wieso kann ich eine Toilette durchsuchen? Seit wann geht denn das? Das ist aber neu. Ah, da kann ich resten drauf. Okay. Was ich nicht verstehe, warum man auf dem Klo nicht pinkeln kann. Das wäre ja viel sinniger. Warum haben die Entwickler das nicht gemacht? Das ist aber kein sehr großes Krankenhaus. Ah, da drüben ist ein Büro. Und jede Menge Müll liegt hier davor. Mhm. Oh, Pistole. Naja. Mit natürlich null Schuss drin. Klar. Hat man nicht irgendwo 9mm Munition. Schnauze Handy. Ah, M9 Magazin. Wollte das sagen, da war doch was. Montieren. ja. So, hat so langsam. Es geht gerade das Telefon. Entschuldigung, war nicht unterbrochen. Ich habe jetzt das Telefon neben mir liegen. Also wenn ich gleich nochmal unterbreche, möchte ich mich entschuldigen. Oh, Erste-Hilfe-Pack. Ach ja, ich wollte ja jetzt eigentlich, jetzt schmeißen wir die nochmal raus. Ich wollte eigentlich diesen hier machen. Die Frage ist, brauchen wir nochmal ein Erste-Hilfe-Pack? Wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch zwei. Naja, wir können ja jetzt damit unsere Wunden versorgen, ganz einfach. Was mich echt wundert, dass die Pistole weg ist. Ich dachte, ich hätte eigentlich immer dran gedacht, aber ich bin auch nicht so richtig fit heute Morgen. Ich glaube, das hat man schon an meinem Gestammel gemerkt. Du sollst es in die Hand nehmen. Style. Ja. Jetzt sind hier überall Batterien liegen hier rum. Ich weiß mal gerne, wofür die sind. Naja, besonders ergiebig ist ja jetzt bis jetzt unser Besuch hier im Krankenhaus nicht. Muss man ja einfach mal so sagen. Männerklo. Eigentlich sollten hier Horden an Puppets drin sein, ne? Theoretisch. Aber ich glaube, ne, es sind ja keine Zombies, es sind ja Puppets. Also es sind ja, wenn ich das so richtig aus dem Intro verstehe, es sind ja ausgesetzte Gefangene, die sich verwandelt haben. Und von daher
Logischerweise keine Zombies und logischerweise müssen sie deswegen nicht unbedingt in Horden im Krankenhaus sein. Und wenn sie es wären, ich hätte mich bis hierhin durchgekämpft, muss ich sagen, hätte ich mich wahrscheinlich geärgert. Weil hier nämlich nichts ist. Hier ist gar kein Loot, der sich irgendwie wert ist. Die Pistole war jetzt mal so, meine Pistole. Aber der Rest, der war ja jetzt bis jetzt, gelinde gesagt, für den Arsch. Eine Brille, zwei Brillen. Hat also eine Ersatzbrille gehabt, der Arzt, der hier praktiziert hat. Anscheinend brauchen die auch hier sehr viele Painkillers. Und Antibiotikum. Antipopotikum. So, ich frage mich gerade. Ich frage mich gerade. Ich habe übrigens noch immer kein Vitamintabletten. Da können wir übrigens noch mal eine nehmen von. Wir haben Penicillin. Da sind Painkillers, aber das ist, glaube ich, eine größere Packung, kann das sein? Das ist ein Antibiotika. Obwohl, Antipopotikum. Penicillin ist ja auch ein Antipopotikum, ne? Und natürlich wieder ein Schlüpfer. Nein, Schluss mit dem Vorbehalt. Natürlich ist es so, dass es nicht nur dass es nicht nur Sex zwischen Ärzten und Krankenschwestern gibt, sondern auch zwischen Ärzten und zwischen Krankenschwestern und Patienten. Das ist ja auch allgemein bekannt. Nein, ich mache echt nur einen Scherz. Ich glaube, jetzt so ein oder andere gerade am Fernseher dann sitzt und ah, ich glaube, wir sind schon rum. Voll interessant. Ach, das ist die Sporthalle. Es ist kein Sportplatz, sondern eine Sporthalle. Ich dachte, es wäre ein Sportplatz. Ist das Nero? Hi Nero. Da ist ja auch ein Büro, das gucken wir uns auch noch an. Oh, jetzt habe ich nicht darauf geachtet, wie lang die Aufnahme ist. Naja, gehen wir einfach mal in die Sporthalle. Okay. Schön. Clownshose, klar, was sollte es auch sonst in der Sporthalle geben? Und natürlich auch Schlüpfer, klar. .22 Kaliber. Die nehmen wir mal mit. Ich frage mich, ob ich die muss. Ich glaube ja. Finde zwar die Pudelmütze ganz cool. Oh, ein Gewehr für Kaliber 22. Jetzt meint das Spiel es aber gut mit mir. Kann das sein? Das ist doch 22 Munition. Warum geht das nicht? Wahrscheinlich brauche ich wieder ein Magazin oder was. Also manchmal bringt mich das Spiel hier echt zum Verzweifeln. Ja, ich brauche anscheinend dafür ein Magazin.
Klar. Was denn auch sonst? Kein Buschhut. Ich mag keine Buschhüte. Worauf mich der Klaus auch hingewiesen hat, ist der Fakt, dass warum kann man das nicht stapeln? 6 und 12 sind doch noch keine 20. Man muss das doch stapeln können. Dass natürlich die Spawning-Rate von Fahrzeugen, von Lebensmitteln etc. natürlich von der Einstellung des Servers abhängt. Das weiß ich, Klaus. Also das hat mich jetzt nicht überrascht. Das war ja natürlich klar. Eine Pfeile? Ja. Das war mir schon klar, dass das jetzt nicht an dem Spiel liegt, dass man so selten Auto findet, sondern eher an den Einstellungen des Servers. Ne, Chipstüte kann man nicht nehmen. Also da, das war mir schon absolut klar. Bloß ich spiele hier auf dem Server, wo also quasi veranschlagt ist, dass es das maximal Spawning an Fahrzeugen gibt. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie fähig derjenige, der diesen Server eingestellt ist, hat, tatsächlich ist. Es kann natürlich sein, dass der einfach zu blöd ist, den Server richtig einzustellen, ne, und deswegen die Spawnrate so niedrig ist. Weiß! Da würde ich mich jetzt tierisch drüber freuen, wenn wir jetzt langfristig vorhätten zu spielen. Komm, ich habe so viele Getränke. Oh, die war leer. Das habe ich ja nicht gemerkt. Das braucht offensichtlich Platz. Ah, hier passt es rein. Es ist ein bisschen unpraktisch gemacht, dass die Sachen teilweise ein komisches Format haben. Also die Waffen zumindest. Weil das finde ich sehr unlogisch, dass die Waffe hier so ein komisches Format hat. Oder die Chips, die scheinen es ja mehr zu blockieren, ne? Wenn ich das so mal genau betrachte. Ist das für Munition? 357er. Noch eine M9. M16 Klappvisier, aha. Oh, ein Schalldämpfer. Okay. Er sagt jetzt montiert. Ja, ist auch montiert, auch wenn er nicht angezeigt wird. Gut. Aha, ein Zielteil für den Composite-Bogen. Schalldämpfer für die MP5. Ein Wurfstern. Also was Munition angeht, scheint das hier die Sporthalle eine Goldgrube zu sein. Oh, ein neuer Rucksack. Ist aber der gleiche, den ich habe. Bloß, dass der, glaube ich, Tarnfarben hat, ne?
Der kommt auf jeden Fall besser. Gut. Kann man, gibt es eine Art, wie man das schnell umpacken kann? Das wüsste ich gern. Die Sachen sind alle ungefähr gleich groß, ne? Das Einzige, was so ein bisschen aus der Reihe fällt, ist wirklich die Pistole. Damit tue ich mir keinen Gefallen, wenn ich die so rum rein tue. Blockieren wir so oder so jede Menge vom Inventar. Mit der Pistole. Gut, haben wir einen Tarnrucksack. 9 mm Patronen. Schön. Passt aber nicht mit rein. Komm, ess mal einen Schokoriegel. Oder kann ich die hier kombinieren? Apropos. Nicht, dass wir die liegen lassen. Noch mehr Schrotmunition. Aber man kann den nicht kombinieren. Das verstehe ich nicht. Das ist mir echt zu hoch. Das scheint irgendwie ein Bug zu sein. Kann ich nicht anders. Ohne taktische Armeehose. Dann werde ich auch mal diese leuchtend orangene Hose los. Das ist ja Wundertön. Oh, die ist auch noch groß. Die hat ein großes Inventar. Jawohl, ja. Sehr schön. Eine Rauchgranate. Ich werd nicht mehr. Ich freue mich gerade wie Gülle. Streichhölzer, Hammer. Noch mehr Munition. Mensch, warum haben wir das vorher nicht mal gefunden? Man kann das nicht kombinieren. Man kann es einfach nicht. Jetzt geht's. Aha. Geht also anscheinend nur innerhalb des Inventars. Das muss man jetzt nicht verstehen. Das kann man jetzt nur akzeptieren. Oh, ein verbesserter Dietrich. Das auch hier ein Zielobjektiv, noch ein Zielobjektiv für die Desert. Okay. Kann man anscheinend mit der Tech nicht kombinieren. Zweiundzwanziger Kaliber. Das ist 7,62. Das ist noch ein Hunter. Flare Cartridges. Aha, gibt es auch, wusste ich gar nicht. 45er. Dosenöffner! Entschuldigung, das war vielleicht ein bisschen zu viel der Begeisterung.
Und nochmal 45 auch noch. So, ich bin jetzt so ein bisschen selig gerade, weil ich so viele gute Sachen gefunden habe. Das ist wirklich... Neset sogar noch, okay. Das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz gute Sache. M16 Magazin, ne, das brauchen wir nicht. M9 Flashlight. Upp, wo war die Rauchgranate? Die sollten wir auch in Schnellzugriff legen, genau. Haben wir das Flashlight auch noch montiert. Ein Glock, die ja einfach nur ganz simpel Block heißt. Sporttaschen kann man also nicht auch machen. Gucken wir mal, was wir noch hier finden. Ein Schal. Und wir haben bis jetzt nur den hier. So, der ist definitiv unauffälliger. Das. Ein Sack, warum auch immer. Das klang wie Schüsse. Das kann jetzt auch ein Irrtum gewesen sein, aber das klang wie Schüsse. Ich sag's nicht gern, aber das klang wie Schüsse. Sind wir jetzt etwa schon wieder nicht allein hier am Server? 9 mm dazu. Ah, das war 22er. Naja, wenn es so ist, ist es so. Es war auf jeden Fall, klang es nach weiter weg. Da war schon wieder was. Oder war ich das, weil ich da drüber gelaufen bin? Noch mehr Schrotmunition. Ich habe ja noch nicht mal eine Waffe dafür. AKS. Ein Feldstecher. Sehr cool.
Zwiebel. Das ist mein Stoffwechsel. Also irgendwie kriege ich es hin, dass der Magen nie leer ist. Das finde ich schon mal gut. Nochmal Reis, nochmal 22er Kaliber Munition. Jetzt ist aber langsam eng in den Weg. Kommen die Chips. Wir brauchen nur Platz. Das? Ein M16. Hatten wir nicht eben irgendwo ein M16 Magazin? Ah, scheiß drauf. Nee, ich glaube, das war das Geräusch, wenn ich über diese Plane laufe. Kuchzuhose, sehr schön. Wieder. Salz. Limo. Eine Feldflasche. Oh. Auch gut. Ich habe ja diese PET-Flasche, aber die Feldflasche ist definitiv eine Nummer besser. Oh, noch mal einen Schluck trinken. Die ist zwar leer, aber die wird man ja irgendwo füllen können, gehe ich mal von aus. Hier bin ich fertig, dann gehen wir mal noch zu den Umkleidekabinen. Doch, das ist, wenn ich über die Plane laufe. Das klingt wirklich wie ein Schuss. Ein Slip. In einen Medizinschrank. Müssen wir jetzt so Sachen, da müssen wir nicht drüber nachdenken. Ach, nur ein Schokoriegel. So, der Stoffwechsel. Viel zu wenig Zucker, viel zu wenig Kohlenhydrate. Da kommt der Zuckerriegel, das heißt schon jetzt Schokoriegel, genau richtig. Oh, die können wir auch mal trinken hier. Ich weiß, wahrscheinlich wird der Klaus jetzt vor dem Video sitzen so, nein, warum macht er das denn? Also, könnte ich mir irgendwie vorstellen. Weil es nicht besser weiß und weil Hunger haben nervt. Ich denke mir immer, Hauptsache Magen voll. 45er. Oh, nochmal ein verbesserter Dietrich. Und Walnuss. Wir essen ja alles, was nicht niedernagelfest ist. Hat aber gut. Nochmal eine Flasche.
Da ist sogar noch was drin. Aber wir haben jetzt Wasser genug. Aber davon abgesehen, dass man Wasser so an jeder Ecke kriegt, ne? Braucht man ja eigentlich auch nicht zum Transportieren. Cool. Ah, da ist der draußen Sportplatz. Gucken, ob hier auf dem Parkplatz zufällig ein Auto steht. Da vorne ist sowas wie ein Supermarkt. Sieht zumindest so aus. Dann laufen wir als nächstes hin. Aber ich will erstmal zum Sportplatz. Ah ja, das Büro hatten wir ja auch noch hier nebenan. Da wollten wir ja auch mal reinschauen, was es da so gibt. Cool. Haben sogar dieses Gummiquietschen, damit das Material läuft. Ich wette, das ist so gedacht für kleine Events zu machen. Deswegen haben die Developer das da reingebracht, den Sportplatz. Also wenn da irgendwie sich Leute auf dem Server treffen wollen, ne, so Community treffen, ne, dann ist ja so ein Sportplatz nicht schlecht. Und man kann den auch als kleine Arena einfach gebrauchen, genauso wie die Sporthalle mit den Hindernissen da drin. Das ist natürlich perfekt, um auch mal ein Event zu machen und zu sagen, so zwei Mannschaften, eine rechts, eine links, ne, und ne, man versucht sich auf diesen kleinen Raum zu behaken. Und meinetwegen mit Messern, wenn man sagt, irgendwie Schießen ist zu billig oder so. Das ist eine Schule. Das ist kein Büro. Das ist eine Schule. Das ist cool. Eine Schule ist das. Ha! Klar findet man Nadeln in der Schule. Ihr wisst schon, Nadeln. Oh, die Kantine. In der es natürlich Fäden gibt. Logisch, was sonst? Eine Schule. Cool. Ich finde es lustig, dass das Lehrerpult genauso aussieht wie die anderen Pulte. Tja, looten kann man hier nix. Und nicht mal in den Lockern ist irgendwas drin. Okay, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Ne? Ne? Also ich stehe auch nicht so weit weg. Kann die nicht aufbrechen. Auch hier, ne? Ist nix. Ist leer. Okay. Das ist jetzt wirklich enttäuschend. Okay. Schade. Da hätte ich jetzt gedacht, da kann man jede Menge Klamotten rausholen. Naja. Okay. Ich ende hiermit mal die Folge. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen. Schaltet, müsste jetzt am Samstag die nächste Folge sein, wenn ich das richtig auf der Reihe bekomme. Schaltet am Samstag wieder ein, wenn es wieder heißt, komm. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.